Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stardew Valley zusammen mit dem Mike. Ein wunderschön. Hallo. Warum hast du eine große Tasche nur für 2000 Euro gekauft? Was ist da los? Weil die große Tasche 2000 ist und die ganz große für 10.000. Ja, aber die ganz große habe ich auch noch nicht. Für 10.000 fehlt mir auch noch. Ja, die erste hat nur 2000 gekostet. Ja, dann ist ja super. Finde ich auch. Haben wir Geld gespart. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Also mich freut's. So. Ja, haben wir umsonst uns Gedanken gemacht. Immer. Aber ist ja auch ganz schön. Ich habe die Emily-Quest übrigens auch angenommen. Ich muss dir gleich dann auch nochmal Seetang bringen. Ja. Aber erstmal laufe ich total bullshittig durch die Gegend, um an mein Ziel zu kommen. Einmal richtig laufen wäre auch gut gewesen. Ich will ja einmal zu der großen Baumeisterin, dessen Axt wir gefunden haben. Ich weiß nur gerade nicht, wie sie heißt, aber genau zu der. Die nicht da ist. Ey, was ist denn hier los? Die Emily ist da unten. Der Schreinerladen. Wann hat denn der Schreinerladen auf? 9 bis 17 Uhr. Also es ist 14.40 Uhr, also da. Ja, der hat auch auf und ich glaube, die sind auch alle zu Hause. Ich glaube, die sind unten im Keller. Nee, da sind sie nicht. Mist, ey. Das ist doch doof. Was machen die denn im Keller? Nee, im Keller sind sie nicht. Ich dachte, sie sind im Keller. So, ich habe eine Weintraube gefunden, immerhin. So. Oh, guck mal, hier waren wir noch nie, ne? Geil. Wir sind M. Bin gerade einfach mal ins Badezimmer gegangen. Oh, guck mal, kann ich hier? Wo bist du, Uwe? Hier oben. Im Bad. Wo ist der? Ach, da oben. Ist wieder am Spannen. Ich bin nur in der Umkleide, aber... Okay. Nee, tatsächlich kannst du Seetang der Emily so geben. Okay. Ich habe eins noch für dich. Das ist perfekt. Komm mal irgendwie in deine Richtung, auch wenn ich nicht weiß wie, aber... Ach, da. So, okay. Geil, wenn man ins Bad springt... kriegt man richtig schnell die Energie wieder hoch. Das ist Wahnsinn. Ja, nice. Also wenn man mal Energy low ist, der Tag noch frisch, sollte man ins Bad gehen, habe ich gerade gelernt. Mhm. Das lohnt sich. Hier oben ist auch noch eine... Tja, was auch immer das hier ist, eine Zugstation. Ob hier der Zug allerdings hält, weiß ich gerade nicht. Was ist das hier? Fragezeichen. Okay. Kann ich... Ja, unmöglich zu bewegen. Deswegen wollte ich ihn klein hacken. Aber nee, geht nicht. Schade. Hallo? Hallo, ich hab was für dich. Ja, Sekunde, hier ist eine Weintraube. Die braucht ich noch, so. Wie war das? Ja. Ey, danke schön. Wo ist denn Emily? Emily ist jetzt in der Kneipe. Oh, warte. Oh, 3 Kupfererz gefunden. Geil. Wahrscheinlich ist der Schuppen dazu, aber ja. Ist ja auch schon spät. Gut, dadurch, dass ich gerade noch Energie gesammelt habe, bin ich jetzt fast voll Energie und weiß gerade nichts mit mir anzufangen. Danke dafür. Aber schauen wir mal.
dass wir Emily erstmal finden. Geht's hier lang? Geht es? Ist das hier die Kneipe? Komm rein, komm rein. Du hast doch die Map. Ja, habe ich. Das ist Pam. Wie sieht sie denn aus? Das ist die mit den blauen Haaren. Ah, die da hinterm Tresen steht? Ja. Okay. Ich meine, die hätte blaue. Die ist überfragt. So, ich hab die 60 Gold bekommen. Was sehr gut ist. Über 120 Golddinger bekommen, ist ja nice. Schnell verdientes Geld. Denke auch. Ich habe noch eine zerbrochene CD gefunden. Way. Ich habe gerade den Müllsammler gemacht. Gut. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Ich habe Kupfererz gefunden. Schön. Habe ich auch 3 Stück, als ich gerade so ein paar Regenwürmchen hier weggewurmt habe. Oh, wir haben Sams Geburtstag vergessen. Naja, shit happens. Forellenderby. Okay, steht wirklich jetzt Event drin. War am 20. hast du gesagt, ne? Ja. Dann werden wir da mal da gucken am 20. Ich höre jemanden hier. Ja, ich hole noch schnell einen Baum. Ich komme, dann können wir schlafen gehen. Schmeiß das nochmal schnell in die Kiste. Gut, okay, Holz haben wir wirklich genug, ne? Wir haben 800 Holz. Damn. Gut, anyway. Später ist man immer schlauer. Hofarbeit Level 7. Gießkerneffektivität, Hackeneffektivität, neue Herstellung, Webstuhl. Fächen Stufe 2. Ja, Mensch. Geht zum Fernseher. Ja, bin ich gerade hin, tatsächlich. Ja, sie sind genervt. Naja. So. Der lübt. Ich habe schon wieder ein paar Ideen, die ich haben könnte. Du hast zu viele Ideen, weil du ein junger Mann mit Tagesfreizeit bist. Nur sind die Ideen nie gut. Seltsam. Verstehe ich nicht. Ich hatte das ja bisher, glaube ich, nur einmal mit diesen Ideen. Ich habe aber noch nicht verstanden, ob das was gebracht hat, ne? Tatsächlich bei mir nicht, nein. Okay. Zumindest bekam ich keine Nachricht. Ey, du kannst jetzt ein Dreirad mit Motor bauen. Gut, dafür solltest du Erfinder sein oder intelligent. Naja, gut, ich kann, vergiss das. Moment. Hi, schön, dass du da bist. Aha, interessant, ja. Erzähl mir mehr davon, welche Dreiräder mit Motorrad du bauen möchtest. Traust du dich noch nicht mit einem Zweirad zu fahren, oder? Ah, und für dich mache ich so viel.
auf der Homepage war, hat wahrscheinlich über Osterns kleine Easter Egg gesehen. Das stimmt. Das hast du, glaube ich, selbst noch nicht gesehen, oder? Doch. Doch? Habe ich gesehen. Ah. Interessant. Hattest du mir aber sogar gesagt. Aber auch nur auf der Webseitenversion, weil am Handy hat man es nicht gesehen. Weiß ich auch. An der PC-Version, ja. Wobei ich sagen muss, ich habe über Ostern eine neue. Ich glaube, das hast du noch nicht gesehen. Über Ostern eine neue? Ja. Nee, das hatte ich, glaube ich, noch nicht gesehen, dass das Osterei. Oder habe ich das schon gesehen und wieder vergessen? Ich weiß es gerade tatsächlich nicht. Oh, guck mal, wir müssen hier unten unbedingt was machen. Hier ist der Sprenkler. Den haben wir vor ein paar Tagen irgendwie abgeerntet. Da müssen wir nochmal was hinklatschen. Klatsch was hin, ich geh angeln. Geh du angeln? Du musst halt trainieren. Für ja, morgen. Trainier du mal. So. Ich gehe jetzt nochmal zum Shop, dann besorge ich was und dann gehe ich nach oben gucken. Gibt auch eine neue Tagesquest. Ich, Pam, brauche jemanden, der mir Grünalgen bringen kann. Ich habe gerade eine geangelt. Ja. Willkommen. Viele brauchen sie. Eine, glaube ich, nur. Ja, dann gehe ich mal zur Pam. Gehe ich mal die Mission annehmen. Ja. Dann gehe ich zu Pam. In der Hoffnung, dass das schon gezählt hat. Ansonsten angle ich, bis ich wieder eine Grünalge kriege. Ich glaube, sie braucht einfach nur eine Grünalge, weil sie eine Grünalge braucht. Ja, ich soll jetzt ein paar Peeling sein fürs Gesicht. Wahrscheinlich. Ich hole nochmal ab, jetzt nochmal Peperoni geholt. Die wachsen 5 Tage. Das geht. Guten Tag. Und schmeißt die nochmal auf das Beet hier unten. Mhm. Oh shit, wir hätten 3 gebraucht. Ich habe 2 gekauft. Mist. Kannst du nochmal eine Peperoni? Eine Peperoni bitte mitbringen. Und unten einsehen. Das wäre super lieb. Dankeschön. Da ist noch nichts. Dann kümmere ich mich jetzt endlich mal um unseren Tierstall, ne? Monate spreche ich da schon von. Eine Peperoni-Saat. Soll ich sonst noch was kaufen? Nee, ich glaube nicht, danke. Ich sammle jetzt mal immer dieses Moos ein. Ich weiß noch nicht, wofür wir es brauchen, aber wenn ich Moos an den Bäumen sehe, erdreiste ich mich, das mal abzuholen. Mhm. Ja! Wo ist Pam? Pam ist dahin. Hofgebäude errichten. So, bietet Platz für 4 Kleintiere. 4000 Gold, Holz und Stein. Okay. Haus verbessern. 10.000 Gold, Alter. Große Truhe. Fast doppelt so viel. Okay. Toll, ich wollte mit jemandem reden. Stattdessen habe ich den Müll durchspült. Ach. Cool, es gibt eine Werkbank. Das ist natürlich auch spannend. So, Pam hat ihre Grünalgen. Ich gehe jetzt mal pflanzen und wieder angeln. Kannst du mir einen Gefallen tun? Was brauchst du? Warte, ich bräuchte 300 Holz und 100 Stein. Weil 300 Holz. 300 Holz und 100 Stein. Ich habe nämlich Angst, dass wenn ich jetzt zurücklaufe und wiederkomme, dass die gute Dame dann weg ist. Ja. Das wäre der Hühnerstall, den wir bauen können. Oh, Gebäude streichen. Wir haben die Sachen da, sehe ich das richtig? Ja, die haben wir da. Oh, Gebäude bewegen. 3 Holz und wie viel Stein? Oh, fuck.
300 Holz, 100 Stein. Sag mal, welches Haus ist deins? Das Steinholz. Das Holz. Das Steinhaus, so. Das Stein, das in der Mitte. Also von links das zweite. Ja, ja, verstanden. Ist denn. Wo ist denn zu dir hin? Nach oben. Ach, nach oben, ja, I see. Geil ist das denn? Das ist ja mal mega cool. So, ich habe die anderen beiden Häuser einfach mal weggesetzt. Oh, guck mal, ich könnte sogar mein Haus bewegen. Das große Haus könnte ich auch bewegen. Auch spannend. Die Kiste hier könnte ich bewegen. Okay. Bewege ich einfach mal. Mal gucken. Okay, das ist egal. Das können wir noch nicht bewegen. Hit, sie ist weg. Ja. Oh, warte. Warte mal. Ich hätte auch wechseln können. Ja, okay. Vergiss es. Oh. Spannend. Ja, wir müssen... Wir müssen gleich mal hart in uns gehen. Schleimstall. Züchte bis zu 20 Schleim. Okay, krass. Wir könnten einen Hühnerstall bauen oder wir bauen einen Stall, der Platz bietet für 4 Stalltiere. Was natürlich auch ganz, ganz spannend ist, aber der kostet halt ein bisschen mehr Holz und Stein. Okay. Mike, das werden wir am morgigen Tag machen. Es tut mir leid, dass du umsonst gekommen bist. Sorry, ach, ja. Ich habe unseren Hof umgebaut und deswegen ist die Dame abgezwitschert. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr meint, was wir wo, wie bauen sollen. Ansonsten, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Lasst gerne ein Däumchen oben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.